David. Alles gut, Bruder? Du hast das falsche Trikot an, Junge. Schon wieder. Hakan, gute Heimreise, Bruder. Manu, willkommen. Was geht? Alles gut? Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir beim Spiel Bayern München versus AC Milan. So ist es. Jeder kennt die beiden Vereine, legendäre Vereine. Und ein Dankeschön an OneFootball dafür, dass ihr uns hier in die USA geflogen habt. Aber OneFootball hat auch was für euch da draußen vorbereitet. Denn ladet euch einfach die kostenlose App runter. Dann könnt ihr alle Spiele verfolgen, alle Infos eurer Lieblingsmannschaft. Erster Link in der Beschreibung. Vergesst nicht, OneFootball abzuchecken. Denn die sind auch bei jedem Spiel des International Champions Cup mit dabei. Und ihr könnt alle Spiele live verfolgen. Heute haben wir die Mission. Heute wollen wir die Bayern-Spieler einfach nur nerven. Bei den letzten Spielen haben die uns schon gesehen und heute ist der Höhepunkt. Also wir wollen die jetzt nicht wirklich so sehr nerven, aber die sollen sich auf jeden Fall an uns erinnern. Positiv, nicht negativ natürlich. Wen willst du heute am meisten nerven, sag mal? Ich will keinen nerven. Ich bin mittlerweile mit Thomas Müller sowas. Wir sind wie Brüder. Okay, bei mir, ich glaube Manuel Neuer. Manuel Neuer, den feiere ich am meisten. Manuel ist super cool. Wir gucken mal einfach, welche Reaktion wir von den AC Milan und den Bayern-Spielern rausbekommen. Und ich würde mal sagen, let's go! Deutscher Meister wird nur der BVB. You have the best jersey in the world. Borussia Dortmund, that's the best team in the world, my friend. Thanks for supporting Dortmund. Darf ich bitte deine Handschuhe nach dem Spiel haben? I hope you're gonna get them after the game. I will help you, okay? Hopefully you're gonna get them. Deutscher Meister wird nur der BVB. Nur der BVB. Nur der BVB. Deutscher Meister wird nur der BVB. Brasil, 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 Brasil. Tamo juntos. Brasilianer sind echt überall, ne? Überall. Das ist so ein seltsames Stadion. Es ist ein geiles Stadion, aber schaut mal, falls ihr kein Geld habt, könnt ihr einfach von hier das Spiel schauen. Aber Gott sei Dank habt ihr uns. Wir sind hier am Start. Ihr müsst nicht draußen oder vorm Zaun stehen. BVB. BVB, beste Mannschaft der Welt auf jeden Fall. Yeah. Danke für den Support. Bayern's gonna win. But Dortmund is still better. Kommt der AC Milan. Boah, der Torwart, guck mal, wie groß sind Donnarumma. Ciao. Servus Nico, servus, hallo. Hallo, servus. Sing. Hey, was geht? Alles klar? Manu, willkommen, was geht? Alles gut? Leon, was geht? Oh, war es wieder in the house. Was geht, Serge? Doppelpack. Hi David, alles gut? Hey Thomas, alles gut? Ja, der sagt einfach, du hast echt das falsche Trikot heute an. Tut mir Lauro. Guck mal jetzt, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Fabien, komm ist das? Fabien? Ihr habt gesehen, der AC Milan, ja, die waren ein bisschen zu cool drauf. Mit Kopfhörern, keiner grüßt so. Jeder ist hier in seinem eigenen Film. Und die Bayern-Spieler, die kennen uns mittlerweile schon, weil wir die schon so oft jetzt in den letzten Tagen genervt haben. Selbst Thomas Müller kennt uns schon, der will uns gar nicht mehr sehen. Der ist froh, wenn er nach München fliegt und uns erstmal nicht sehen. Aber Thomas, wir ziehen jetzt nach München. No, 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 no. With the 28th at the top.
schießen die Milan-Spieler alle Bälle daneben oder drüber. So, da sind jetzt zwei Personen, die die Handschuhe für Neuer haben möchten. Das wird ziemlich schwierig werden. Eventuell müssen die irgendwie eine Lösung finden, falls ihr die Handschuhe überhaupt vergibt. Ne? Man weiß ja nicht. Das Spiel hat jetzt gerade angefangen und ich habe dich noch gar nicht gefragt. Das ist ja unser Ritual. Ja. Wie wird das Spiel ausgehen? Komm, du darfst den ersten Tipp abgeben. Ich würde sagen, das Spiel geht 3-1 in FC Bayern aus. Du hast doch ein AC Milan-Shirt an. Wie kannst du sagen, dass Bayern gewinnen wird? Du hast mich gezwungen, dieses Trikot anzuziehen. Ich bin Bayern-Fan. Fake News, Freunde. Okay, 3-1. Ich würde sagen, ein trockenes 3-0. Unvorstellbar. Bayern spielt gegen Milan und die Ränge sind noch nicht mal ganz ausverkauft. Ich weiß, dass die Tickets hier in den USA relativ teuer sind. Freunde, wir haben gerade neue amerikanische Supporter. Neue Abonnenten aus Amerika sind jetzt auch am Start. Ehre, Männer. Thanks for the support, guys. Go USA. Yeah. Ecke für Milan, Freunde. Mal gucken, was passieren wird in dieser Aktion. Der Ball kommt scharf rein. Oh, den hat der Pavard. Pavard ist gut. Pavard hat echt ein gutes Kopfballspiel, ne? Überraschenderweise. Das ist echt kopfballstark, der Junge. Fast so stark wie ich. Mies, mies, mies. Ein Spieler vom AC Milan, Nummer 19. Ich kann jetzt nicht genau sehen, wer das ist, aber ich werde es auf jeden Fall einblenden. Hat sich scheinbar relativ böse verletzt. Wünsche mir den Spieler einfach mal gute Besserung und hoffen, dass er sehr bald wieder auf den Beinen ist. Yeah. Was für ein Ehrenmann David Alaba ist. Er nimmt sich die Zeit, gibt den Fans zur Umarmung. So ein herzlicher Typ, muss man echt sagen. Die zweite Halbzeit hat es wieder angefangen. Sag nochmal yay. Yay! Mal wieder gesundes amerikanisches Essen. Welcome to America. Ich kann es nicht glauben, Alaba hat gerade ein Traumtor gemacht. Ein Zuckerpass von Thiago. Aber der Schiri hat es einfach abgefilmt. Das war's, Bayern gewinnt 1-0 und Tomlé gewinnt die Wette, denn ich habe ja auf 3-0 gewettet. Wir werden mal sehen, wen wir jetzt hier noch vor die Kamera bekommen, bevor die Bayern wieder nach Bayern fliegen. Ciao Manu, gute Rückreise, ne? Guten Flug, wir sehen uns in Deutschland. Ciao, gute Heimreise, ne? Ciao, ciao. Ciao. Gute Heimreise. Danke nochmal für alles, ne? Gute Heimreise, wir sehen uns in Deutschland. Viel Erfolg für die Saison. Was würdet ihr tun, um nur eins dieser geilen Tickets zu bekommen? Wir schmeißen die einfach hin und her. Hakan, gute Heimreise, Bruder. Alles Gute. Hi, Hena, du bohr wie Arsch geworden, Bro. Vale. Thomas, alles Gute, hallo, gute Heimreise. Ganz kurz, ich brauche einen Thumb schnell. Was machst du? Ein Thumb schnell. Ein Bild. So. Du hast das falsche Trikot an, Junge. Schon wieder. Du bringst mir eins mit. Freunde, ich werde die ganze Zeit von Thomas gemobbt wegen meinem Trikot. Mir hat das Ganze gefallen. Das war super. Im ersten Spiel haben wir uns Einsatzzeiten bekommen, durften wir 45 Minuten spielen. Das war geil gegen Arsenal. Das war geil, war eine super Erfahrung. Das erste Spiel war schön. Boah, und jetzt, was ist euer nächster Plan? Also jetzt fahren wir mit U19 ins Trainingslager. Krass, Alter, das war so ein Erlebnis, ne? Erst mit den Profis und jetzt wieder zu 19. Ja. Du wirst bestimmt gute Storys erzählen können, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bro, viel Glück und hoffentlich packst du den Sprung da, ne? Ciao. Alles Gute, ciao. Was würdet ihr tun, um diese Möglichkeit zu bekommen, mit dem FC Bayern durch die USA zu reisen und dann sogar noch Spielzeit zu bekommen? Wie er schon gesagt hat, gegen Arsenal. Ein paar andere Jungs haben auch gegen Real und heute gegen AC gespielt. Ich finde einfach, das ist so krass. Und richtig cool, dass der FC Bayern den Jungs, also aus der U19, auch eine Möglichkeit gibt. Oh, no way. I know my buddy texted about it.
Danke, ne? Schöne rein. Dieses Trikot von Robert Lewandowski höchstpersönlich unterschrieben. Könnt ihr gewinnen. Abonniert den Kanal. In den nächsten Videos wird dieses Trikot verlost. Versprochen. Was war das bitte für ein Tag? Unglaublich. Lewandowski hat das Trikot für euch unterschrieben. Wir haben alle Spieler gesehen. Wir waren so hautnah dabei. Wir haben so gute Chancen gesehen. Hier war eine super Stimmung. Vielen herzlichen Dank nochmal an OneFootball, dass ihr uns hier in die USA gebracht habt, dass wir diese drei Top-Spiele gesehen haben, so nah an die Spieler dran gekommen sind. Das ist unglaublich, auch für unsere Community. Jeder Einzelne hat sich super gefreut. Alle, die noch nicht die OneFootball-App haben, erster Link in der Beschreibung, ladet sie euch runter. Ihr habt gesehen, es lohnt sich. Danke nochmal für euren Support. Diese USA-Reise ist einfach nur unglaublich. Freunde, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.